Link macht sich auf ein Schiff hier in The Legend of Zelda Ocarina of Time, denn diesmal sind wir hier im Schattentempel und müssen über einen komischen Fluss, also man merkt einfach diese Unterwelt-Anlehnungen oder dass es vielleicht auch die Unterwelt sein soll, wer weiß. Ja, das wird ganz interessant für ihn, denn ich glaube, auf so ein Schiff in der Unterwelt entlang fahren, das ist jetzt nicht ganz so einfach, ne? Wir wollen die Ocarina, die haben wir schon. Heißt eigentlich nur, dass wir sie noch spielen müssen. Und höchstwahrscheinlich sogar... ja, das Wiegenlied spielen müssen. Sonst wäre hier kein Triforce abgebildet. Wieso spiele ich das immer wieder falsch? Ja doch, so ist es richtig. Wieso spiele ich das Wiegenlied immer wieder falsch? Es ist eigentlich ein richtig einfaches Lied. Zweimal dieselbe Tonabfolge. Also prinzipiell nichts Schwieriges. So. Aber das Schiff sollte sich jetzt auch langsam in Bewegung setzen. Boah, ich habe auch keine Ahnung, wie der Boss funktioniert. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß zwar, wer es ist und so ungefähr wie, aber ich habe halt keine Ahnung, wie man den dann hauen muss. Also so, oder wann man die Gelegenheit dazu hat, gegen ihn anzukämpfen. Okay. Wir sind hier auf einem Schiff, kämpfen gegen Stahlfoss, so wie es sich gehört. Schlagen so ein bisschen in die Luft, das ist auch gut. Oh, das ist ja immer wieder geil, wenn man Stahlfoss vor sich hat. Oh, wir haben sogar doppelt getroffen. Das war ein Doppeltreffer. Der eine ist schon mal außer Gefecht gesetzt. Den nächsten sollten wir eigentlich auch dran kriegen. Geht das vielleicht ganz einfach mit einem... wir können ja eigentlich von der Seite kommen, wie wir es gerade gemacht haben. Ja, wobei der visiert uns natürlich an. Ja doch, man kann ja ganz leicht von der Seite kommen. Was ist das denn? Oh, wir müssen gleich abspringen. Das war auch so eine Stelle, wo ich mir so dachte, ey... ist ja voll heftig. Was passiert jetzt mit dem Schiff? Fällt es runter? Link, das Schiff versinkt. Spring ab. Rette dich auf festem Boden. Ja, das hätte... also ganz im Ernst, das wäre doch viel zu spät gewesen, als das Navi jetzt gesagt hat. Meine Fresse, ey. War auch so eine Stelle, die schon so ein bisschen problematisch war. Beim ersten Mal spielen. Auf dem 3DS damals, aber... ja gut, das geht ja noch. Das geht ja noch. So, und wir machen uns jetzt erstmal auf in diesen Raum, in einen Nebenraum, der jetzt nicht mal so wichtig ist. Also wir könnten jetzt eigentlich schon theoretisch direkt zum Boss... nee, doch, der ist wichtig. Wir brauchen ja immer noch das, hier, das Dingens. Wie nennt es sich? Den Masterschlüssel, den brauchen wir noch. Okay, den können wir direkt anzünden oder treffen. Diese Hand, aber die teilt sich danach auch direkt wieder. Alter, das ist doch keine Wirbelattacke. Willst du mich verarschen? Wo sind die Viecher? Komm. Dann sind sie natürlich unverwundbar, ne? Boah, jetzt wächst sie wieder. Das ist ja ekelhaft. Wieso wachsen die Hände denn nach? Da kommt die nächste. Okay. Jetzt komm schon. Ja, triff sie doch. Und die wächst auch wieder. Ich krieg echt die Krise gerade. Ich hasse Hände. Ich kann jetzt auch nicht zum Dingen ausholen. Weil die hier auch irgendwo alle im Weg stehen. Ich lasse mich natürlich auch jetzt von den Händen fertig machen. Hör auf rumzuschreien, Link. Mach die einfach fertig. So, es tut mir leid, aber ich muss jetzt andere Geschütze auffahren. So. Geht natürlich jetzt nicht, weil wir das Auge der Wahrheit ganz dumm anhaben. Alter, was ist mit dir, Link? Mach den Scheiß einfach. So, und jetzt verbrennt das Ding. Geht natürlich nicht. Alter, du bist so unfähig. Jetzt hau einfach zu. Nö. Ich will das auch nicht einsehen, warum der Spasti das jetzt nicht hinbekommt. Wir haben so viel Energie jetzt verloren. Das ist so unnötig.
Das ist einfach nur unnötig. Ich will jetzt ein Herz. Ja, die geben alle nur Energie hier. Ja, genau. Meine Fresse, ey. Wie es mich ankotzt. Ja, komm, trinken wir mal die Milch, bevor die Fee ausläuft. Bevor die Fee ihr Ding tut. Ich meine, die Milch können wir auch zweimal trinken. Blub, blub, blub. Heilt jetzt nicht sonderlich viel, aber das wird schon ausreichen. Meine Fresse, ey. Einfach unfähig. Einfach nur unfähig. Ich glaub's dir selbst nicht. Vor allem ist es auch unnötig, wenn man mal bedenkt, dass die gleich wieder hier sind, ne? Ich habe gedacht, hier wird sich irgendeine Tür öffnen, wenn wir die ganzen Viecher besiegt haben, aber nö. Okay, was ist das jetzt nochmal für ein... Ah, okay, das ist nochmal so ein Spielchen, wo wir ein paar Dinger reinwerfen müssen. Wenn wir wieder ein paar Bomben reinwerfen müssen. Gibt's hier auch Donnerblumen? Weil dann würde ich die lieber nehmen. Ja, ist tatsächlich so der Fall. Ich höre aber wieder eine Skulltula. Die ist tatsächlich auch wieder hier unten, ne? Lass mich raten, die ist auch hier unten. Du kannst jetzt mal schön geschmeidig deine Stiefel hier ablegen. Weil mich das Geschlittere einfach nur noch nervt. Ja, aber das Problem hier mit den Truhen habe ich immer wieder, mit den Gefäßen. Dass ich es einfach nicht treffe. Ja, die hätte ich sogar eigentlich getroffen. Ich hätte das noch zählen gelassen. Noch gezählt. Ich hätte das noch zählen lassen. Ja, das zählt jetzt wenigstens. Und die letzte Bombe auch nochmal rein. Ah, scheiße. Auch noch einmal daneben. Dafür treffen wir jetzt. Nicht. Denn wir treffen danach. Müssen noch ein bisschen warten, denn... das Gefäß muss natürlich auch erstmal eine Runde fahren. Ach komm, das ist jetzt aber auch so knapp gewesen. So, das war jetzt aber, ne? Das war jetzt der Treffer. So. Vielleicht kriegen wir dadurch jetzt, Rubine. Oh, okay, wir kriegen dadurch Rubine. Können wir für Epona brauchen, von daher schlage ich das nicht... lasse ich das nicht liegen. Wir brauchen aber nochmal hier unseren Greifhaken. Um an die letzte Skulltula ranzukommen. Wenn es denn die letzte ist, es können auch 6 gewesen sein. Aber ich meine, das wären nur 5 gewesen. Ich hätte das ja mal nachgelesen und dann waren da, glaube ich, nur 5. Wobei wir jetzt auch schon eine ganz große Anzahl an Skulltulas gefunden haben im Spiel. Wenn wir mal nachschauen. 68, also das ist schon beachtlich. So. Ja doch, wir haben alle Skulltulas. Das ist eine tolle Sache. Also die Suche muss noch nicht mal zwingend weitergehen. Aber wir brauchen immerhin noch einen weiteren Schlüssel, den Masterschlüssel. Ohne ihn kommen wir nicht weiter. Jetzt noch irgendwie den Weg hier dran vorbeifinden, um dann weiterzukommen. Mein Hals ist gerade wieder so... Ja, ich weiß nicht. Och du Schande, och du Schande. Was machen wir? Die Wände, sie klappen zusammen. Wir brauchen etwas, womit wir uns verteidigen können. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich selbst darauf gekommen bin, aber... ja, da die Wände hier aus Holz sind, könnte man ja drauf kommen... Und da man hier Energie kriegt, könnte man darauf kommen, dass man hier Dins Feuerentferno nutzen muss, um die Wände loszuwerden. Da bin ich tatsächlich früher drauf gekommen. Ich weiß nicht wieso. Ist natürlich sehr schwierig drauf zu kommen. Und noch ein zweites Mal für die ganzen Zombies, die sich hier verbergen. Noch einen schön in die Fresse mitgeben. Ja, wobei der Vordere jetzt nicht umgebracht ist, also umgekommen ist. Hätte mich natürlich auch noch gefreut, wenn der natürlich auch nochmal weg wäre, ne? Der kommt jetzt aber nach. Jetzt kommt der, passt auf. So, der Master Key. Der will jetzt Rache. Der will natürlich jetzt Rache. Oh, scheiße, der bekommt auch seine Rache. Halbwegs. Ich glaube, den haben wir gar nicht erst getroffen, oder? Kann das sein? Weil der hat jetzt 4 Treffer einstecken müssen. Also im Grunde 4 Schläge. Einmal durch das Masterschwert, das zählt ja 2.
Und dann zwei normale Schläge. Also durch das Master Schwert, durch die Wirbelattacke. Durch die Wirbelattacke 2. Jetzt nur noch dran vorbei und dann sind wir auch endlich da. Hau ab. Ich mag die Hände nicht. Wenn wir der Konfrontation aus dem Weg gegangen, hätte das auch geklappt. Boah. Kannst du bitte das Feuerinferno nutzen, um die ganzen Viecher klein zu machen? Oder kalt zu machen? Ich hoffe, die hauen nicht zu weit ab. Ich habe 3 Zischs gehört, von daher ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn man 3 Mal Zischen hört. So, da kommt auch nochmal eine Truhe zum Vorschein. Was wird es sein? Aber es ist eine kleine Truhe. Du brauchst jetzt auch nicht die Ocarina auspacken, Link. Das war's schon alles. Ach, ein weiterer Schlüssel. Wofür das denn? Wir haben doch schon alles. Können wir mal hoffen, dass wir hier ein Herz kriegen? Oder Pfeile, weil man die ja auch braucht. Aber wir brauchen hier in der Unterwelt gar nicht hoffen, dass wir irgendwie Herzen kriegen. Okay, also schon, okay. Ich hätte nämlich gedacht, so ja, Unterwelt, da ist der Tod allgegenwärtig. Man würde alles daran setzen, uns keine Herzen zu geben. Das hätte ich natürlich so gemacht, ne? Als Entwickler. Ich hätte dem Spieler hier kein einziges Herz gegönnt. Das wäre sonst zu einfach hier. Würde ja gar nicht dem Titel des Dungeons gerecht hier. Schattentempel. Todestempel. So, wir stellen uns mal hier hin. Bringt es was hier, das Ding auszupacken? Das Auge der Wahrheit bringt leider hier gar nichts. Okay. Ja, nicht so. Schon irgendwie zielen. Ach komm, Link. So können wir uns einen Weg auf die andere Seite bomben. Der normale Spieler, der Blindspieler, der würde hier denken, ja gut, packen wir die Gleitstiefel raus und gleiten rüber. Ja, Pech gehabt, das bringt dir gar nichts. Vor allem, wenn du nicht durch die Tür gegangen bist, denn wenn du nicht durch die Tür gegangen bist, dann wärst du schon tot. Und dann müsstest du das ganze Schiff nochmal neu machen. Ist nicht die beste Entscheidung. Ja, aber es gibt doch hier keine weitere Tür, oder? Liege ich hier gerade falsch? Oder ist hier nochmal so eine verschlossene normale Tür? Na gut, dann gibt es nochmal so einen extra Raum fürs Ende. Wir holen uns nochmal eine Flasche. Lassen auch die Käfer raus, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so die Böcke beim Endboss dieses Tempels zu sterben. Ja, wir brauchen die Ocarina eigentlich nicht. Die Pfeile brauchen wir schon. Die Pfeile auf dem. Die Flasche hierhin. Also wir brauchen die Pfeile und das Auge der Wahrheit. Also nicht mal unbedingt das Dungeon-Item. Das Dungeon-Item hier war ja... Energie, genau, Energie. War ja eigentlich nur die Gleitstiefel. Wobei die Gleitstiefel, die können wir direkt mal anziehen. Ich glaube, die könnte man auch gebrauchen. Wäre nicht mehr so schlecht. Kann man sich hier nicht immer ranziehen oder so? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Soll ich da mit dem Greifhaken? Ich probiere das nochmal mit dem Greifhaken. Mit dem Greifhaken könnte man den Boss auch besiegen. So wie ich das in Erinnerung habe. Ja komm, aber dann nimm den auch mit hier. Ne, okay, so funktioniert's nicht. Ich hätte das aber so gern. Wie komme ich denn jetzt nicht ran? Egal. Es gibt bestimmt noch irgendwie eine Heilungsmöglichkeit. Hinter dieser Tür. Da kommt natürlich noch mal ein ganz... Boah. Also das sieht schon irgendwo geil aus. So ein dunkler Raum. Wo man jetzt den Weg finden muss. Nein! Idiot! Meine Fresse. Ich habe es vorhin noch angesprochen. Hier, Gleitstiefel anziehen, ne?
Ist immer sicherer. Es gibt hier aber echt gar nichts, wo man sich heilen kann. Das finde ich scheiße. Auch wenn das so geil aussieht, aber das ist halt... doch irgendwo ein bisschen kacke. Halt dich fest. Das ist dann eine gute Sache. Jetzt nur noch irgendwie rüberkommen. Wahrscheinlich mit noch einem Roller und dann sind wir auch drüber. So. Dann stellen wir uns jetzt dem... ja, der Bestie. Hoffentlich wird das auch klappen. Gleitstiefel sind an. Ich würde nochmal auf Pfeil und Bogen setzen. Boah, ich habe... ich habe keine Ahnung, ob der jetzt wirklich so schwer war. Ich habe den wirklich schwer in Erinnerung. Es gibt ja in der 3DS-Variante noch den Boss-Rush-Mode. Der ein bisschen gemein ist, Alter. Ja, genau. Schick mich direkt ins Loch. Wie gemein, ey. Ihr habt nicht mal die Möglichkeit, mich da umzuschauen hier. Eine Hand. Und eine Bongo. Wer ist es nur? Es ist... eine Bongo-spielende Hand. Die ist mir sympathisch. In der Unterwelt, das ist ganz normal. Doch der Körper. Es ist die bestialische Schattenmonstrosität Bongo Bongo. Och du Schande. Okay, wir sollten am besten... ich weiß nicht was. Ah nee, warte mal. Okay, die erinnern jetzt natürlich so ein bisschen an die Zyklaps aus Super Mario 64. Das ist Bongo Bongo. Diese Schattenbestie ist aus den Tiefen der Hölle auferstanden. Nutze das Auge der Wahrheit. Das Auge der Wahrheit. Wir hauen erstmal die Arme klein. Ja, okay, definitiv Zyklaps. Alter, lass mich los. Lass los! Ich hoffe, der schmeißt uns jetzt nicht komplett runter. Alter. Der hat uns jetzt komplett runtergeschmissen. Link, komm wieder hoch. Okay. Jetzt treffen das und jetzt das Auge. Das ist Bongo Bongo, ich weiß. Dass du Probleme hast, Navi. Ja, nee, der Boss ist nicht so schwer. Okay, einmal getroffen. Das Problem ist halt wirklich nur, wenn man nicht das... Scheiße, jetzt haut es schneller. Navi! Oh, du Scheißfee! Ich hasse dich! Mach doch irgendwas! Verdammte Scheiße! Weißt du, ich drück nach unten und der so, ja, ich pack erstmal den Enterhaken aus, das macht Spaß. Man könnte den auch mit Enterhaken besiegen, ne? Aber man muss sich dann halt auch wirklich für eine Sache entscheiden können. Verdammte Scheiße! Jetzt spricht... ich hasse dich. Ich hasse dich, Navi. Ich hasse dich so sehr, du blöde, fette Kuh, ey. Okay, wir werden komplett geheilt. Das ist positiv. Wieso? Ich drücke nach unten. Verstehst nicht, was unten heißt? Okay, man muss nicht mal zwingend das Auge der Wahrheit nutzen, um es zu treffen. Das ist sehr gut. Meine Fresse, aber der Bosskampf, der ist halt auch... sehr nervend aufreibend. Also prinzipiell ein sehr einfacher Bosskampf. So, was macht er jetzt? Bis zu dem Punkt jedenfalls. Komm, hau den doch tot jetzt. Oh, ich hasse dich, Navi, weißt du das? Hau zu und nicht labern. Verdammte Scheiße, jetzt mach doch was, ey. Ja, die ist wieder normal. Und wir sind auch fast tot. Ja, so kann man Bongo Bongo verkacken. Das ist so eine kleine Anleitung. Das macht ja ganz komische Geräusche. Kann man das rückwärts abspielen und dann irgendwie so einen Geheimcode erhalten oder so? Ja, aber der will jetzt auch nicht die Pfeile auspacken. Ich verstehe das nicht.
Link ist zum Problemkind geworden hier. So, jetzt schön ins Auge rein. So. Hier. Vielleicht noch irgendwann mal deinen Gnadenstoß. Man muss Bongo Bongo dann natürlich auch treffen. Treff! Du musst nur treffen. Das ist nicht viel. Du musst nur... Triff doch! Jetzt kommt er auf uns zu. So, der kommt auch nicht schneller auf uns zu. Das reicht alles aus von der Geschwindigkeit her. Hat auch sehr viele Leben, dieser gute Kerl. Nee, dann lieber mit anvisieren. Also, die... Wäre so ein... Bitte, Navi, lass mich einfach in Ruhe. Boah. Okay, das zählt nicht. Und wir sind unten, okay. Hör auf anzuvisieren, geh einfach nach oben. So, ab da, Link. Wir brauchen vor allem mal hier, Scheiße. Das ist auch ein Problem am Ding. Wir haben nicht mehr viele Leben. Wir können uns das nicht mehr erlauben, Link. So, und jetzt schön ins Auge, komm. Akzeptier deinen Todesstoß. Nein! Schlag zu, bitte. Schlag einfach zu. Ich weiß nicht, was für Probleme der jetzt hat. Schlag zu! Du bist doch da! Ich glaube es nicht! Link ist so unfähig. Jetzt... Oh, Navi! Du Bestie! Du. Die größte Bestie ist wirklich Navi. Tschüss. Und jetzt hau zu. Triff es. Stirb. Wir haben keine Pfeile mehr. Wir müssen auf den Enterhaken beruhen. Okay, Enterhaken. Sehr schön. Draufhauen. Und du hast es umgebracht. Aber das hatten wir des Öfteren mal, ne? Dass Navi da einfach spinnt und anfängt zu labern mitten im Kampf. Das wurde zum Ende hin echt nochmal knapp. Also 3 Herzen, das ist halt... Das hätte besser ausgehen können. Boah. Stirb. Verreck. In deiner dunklen Materie hier. Ich bin so fertig mit dem Kampf, ey. Es hätte so schön sein können, hätte Navi einfach nicht gelabert, ey. So, Herzteil. Auch direkt mal an uns nehmen. So, dann ist ja nicht mehr viel übrig. So, und Ruhe kehrt wieder ein. Das war auch nicht mehr witzig hier mit Navi, ne? Dass er die ganze Zeit da, das ist Bongo Bongo, nee! Erzähl es mir ja nur 10-mal. Boah. Also, ich kann sie jetzt offiziell auch nicht mehr leiden, das, ja, es ist logisch. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Link. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Shikas waren seit Generationen die vertrauten Diener des Königgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren, griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf... Okay, ich bin am Ende, okay. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich,
den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die sechs Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist, gehe nun. Stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich geleiten. Begleiten. Ja, nicht unbedingt geleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Unser sechstes Amulett. Unser fünftes? Ich bin ja schon selbst durch. Rauru? Die drei anderen? Das ist unser viertes. Nein, was? Ich kann gerade eben nicht zählen. Rauru, die drei normalen, ne? Das Amulett des Schattens. Impa gibt sie als eine der Weisen zu erkennen und überträgt sie dir ihre Kraft. Wollen wir mal schauen, wie viele wir haben? Bitte suche die Prinzessin. Ja, bisher hatten wir nicht sehr viel Glück dabei, sie zu finden. Sie wird wahrscheinlich bei Ganondorf sein. Ja, wobei, die ist in Sicherheit, hat sie ja gerade gesagt. Ich höre ja irgendwie nicht zu, ne? Okay. 5, das ist die Nummer 5. Also einmal das des Lichts, dann die drei normalen und dann hier das Amulett des Schattens. Es gibt also nur 6 Amulette, aber 7 Weisen. Hat sie nicht gerade was von 6 gesagt? Ja, aber es gibt 7 Weisen, da weiß ich auch ganz genau. Ich bin ja immer so verwirrt, weil mal gibt es 6, mal gibt es 7. Hm? Da konnten sich die Entwickler auch nicht entscheiden, oder wie? Okay. Wir werden im nächsten Part ein paar Sidequests machen, hoffentlich. Ja, wir werden auf jeden Fall nicht Ocarina befreien, sondern Epona befreien. Das wird auch mal Zeit. Vor allem brauchen wir Epona für das nächste Gebiet, glaube ich, ne? Also wird sich da auch nochmal was zeigen. Von daher bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.